war schon da. Jetzt packe ich aus. Da werden Erinnerungen wach. So ein Angeber. Geschämt hätte ich mich. So. Hallöchen. Hört sich fragen, was ich gerade mache. Ich schreibe gerade die Geschichte des Dschungelcamps um, ja? Denn noch nie in 9 Jahren Urwaldcamping gab es die Situation, dass kein einziger Kandidat die berühmten Sätze gesagt hat, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, wirklich, morgen wird rausgewählt und normalerweise ist immer einer vorher gegangen. Ich habe da relativ lange drüber nachgedacht und ich glaube, ich bin zu einer relativ schlüssigen Erklärung gekommen und die fängt mit W an und hört mit Wendler auf. Ja, seitdem der Wendler letztes Jahr gerufen hat, ich bin ein Star, holt mich hier raus, seitdem ist es ja relativ ruhig um ihn geworden und das will ja nun wirklich keiner. Und es gibt auch noch eine zweite logische Begründung, aber pst, verrate ich Ihnen im Vertrauen, wenn man nämlich freiwillig rausgeht aus dem Camp, dann zahlt RTL nicht die ganze Gage, sondern nur die Hälfte. Jawohl. Und das will ja auch keiner. Also wenn man da reingeht, um berühmt zu werden und oder seine Schulden zu bezahlen, dann beißt man sich da durch. So wie der Walter, der war heute in seiner zweiten Dschungelprüfung hintereinander gefordert, diesmal mit Tanja. Ja, und ich würde sagen, es war jetzt eine relativ einfache Prüfung, aber auch eine der unterhaltsamsten. Obwohl so gefährliche Tiere im Dschungel waren das auch nicht. Das gefährlichste Tier, was ich bisher gesehen habe, war wirklich der Lurch von Walter. Na gut, am Ende gab es 6 Sterne an Tag 6. Apropos 6, davon ist auch gar nichts zu sehen. Hat er uns schön verarscht, der Aurelio, ne? Hat erst auf dicke Hose gemacht, was da alles passiert. Und jetzt gibt er auf einmal den einfühlsamen, sympathischen. Also, der hat uns richtig schön verarscht, hängt den ganzen Tag in der Hängematte. Von dem kommt gar nichts, aber von Walter kommt wieder was. Und zwar morgen, nämlich die 3. Dschungelprüfung in Folge. Und darauf kann man sich durchaus freuen, denn es ist der Einzige, der da ein bisschen Dampf macht. Morgen geht's also weiter mit dem öffentlich schrecklichen Fernsehen live aus Australien. Und danach sehen wir uns wieder. Bis dahin.